Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Europäische Union steht im Jahr 2018 vor großen Herausforderungen. Es geht um die Frage, ob Europa Frieden, Freiheit und Sicherheit, aber auch Wohlstand gewährleisten kann. Aber es geht auch um Grundsätzliches. Es geht um die Frage, ob Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, liberale Demokratie und Freiheit stärker sind als ein vereinfachender, plumper und irritierender, unwissender nationaler Populismus. Und wir, meine Damen und Herren, wir stehen auf der Seite der Freiheit und des europäischen Einigungsprojektes. Und dass im Jahr 2018 ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages wie eben so geschichtsvergessen und so populistisch agiert, ist eigentlich etwas, wo wir uns alle schämen sollten. Und Sie sollten sich auch schämen, Herr Kollege Weil. Das Arbeitsprogramm der Kommission, meine Damen und Herren, ist ehrgeizig. Und wir rufen die Kommission dazu auf, die Vorhaben in den verbleibenden 1,5 Jahren zügig und mit allem Engagement durchzusetzen. Wir müssen in der Migrationspolitik, meine Damen und Herren, dafür sorgen, dass auf der einen Seite eine humanitäre Flüchtlingspolitik und Solidarität in Europa gelebt wird, dass aber auf der anderen Seite die Europäische Union auch sich stärker engagiert beim Grenzschutz und bei der Frage eines gemeinsamen europäischen Datenaustausches und eines funktionierenden Dublin-Systems. Wir müssen im Bereich der Flüchtlingspolitik auch darüber sprechen, dass Europa sich stärker engagiert in Afrika, um die Fluchtursachen zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich gar nicht erst auf die Flucht machen. Wir müssen auch sprechen, meine Damen und Herren, über die Eurozone. Wir dürfen nicht oder wir dürfen mit Stolz sagen, dass das Wachstum in der Eurozone wieder über 2% beträgt und dass viele Länder auch aus der Krise herausgekommen sind. Und das ist auch ein Teil des Erfolges der Anstrengungen, die wir in diesem gemeinsamen Hohen Haus unternommen haben. Aber ich glaube, wir müssen die Eurozone auch fortentwickeln. Dabei gibt es Grundsätze, die nicht zur Debatte stehen. Die finanzielle Eigenverantwortung der Euro-Länder muss bleiben. Und Risiko und Haftung müssen zusammenstehen. Aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass es im Euroraum auch eine gemeinsame Verantwortung gibt. Und diese gemeinsame Verantwortung auch für eine Fiskalpolitik in Europa wollen wir angehen. Und deswegen ist es gut, dass wir gemeinsam mit Frankreich über diese Vorschläge diskutieren. Die wesentlichen Punkte in Europa, auch der letzten 30 Jahre, waren gemeinsame Projekte von Deutschland und Frankreich. Die einheitliche europäische Akte mit dem Binnenmarkt 1992, der Maastricht-Vertrag mit der Europäischen Währungsunion und auch der ESM, der sehr stark dazu beigetragen hat, die Krise in Europa abzufedern. Deswegen werden wir in diesem Bereich gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die Eurozone auch zukunftsfest zu machen. Und ja, meine Damen und Herren, wir müssen in Europa auch über Rechtsstaatlichkeit sprechen. Recht, Gewaltenteilung, Menschenrechte gehören zum Kern Europas. Sie sind die Identität unseres Kontinents. Deswegen müssen wir überall dort, wo diese Rechte gefährdet sind, auch darauf hinweisen, dass Rechtsstaatlichkeit nicht eine Option ist, sondern sie ist die gelebte Pflicht in jedem europäischen Staat. Und zur Rechtsstaatlichkeit gehört auch, dass die Menschen sicher sind. Sicher vor Terroranschlägen, sicher auch in ihrer eigenen, ganz persönlichen Umgebung. Und deswegen brauchen wir auch in Europa weitere Anstrengungen im Bereich der inneren Sicherheit voranzukommen. Es ist gut, dass die Kommission die Sicherheitsunion vollenden will. Und es ist richtig, dass wir mit der Europäischen Staatsanwaltschaft erste Schritte gehen, um gemeinsam in Europa das Verbrechen zu bekämpfen und die Menschen noch sicherer zu machen. Insgesamt, meine Damen und Herren, ist Europa nicht allein Brüssel. Und es ist falsch, diesen Gegensatz aufzumachen von denen dort in Brüssel und von den Menschen hier bei uns. Europa, meine Damen und Herren, das sind wir alle. Und welche Politik in Europa umgesetzt wird, das liegt auch an uns.
Es liegt daran, wie der Deutsche Bundestag sich im Rahmen seiner grundgesetzlichen Arbeit einbringt, im Europaausschuss, im Unterausschuss Europarecht, aber auch im Rahmen der Zusammenarbeit, die Artikel 23 vorgibt. Und da sollten wir mutig und mit vollem und großem Engagement in den nächsten Jahren die europarechtlichen Themen angehen. Ich denke, Europa und unser Kontinent ist jede Mühe und jede Anstrengung wert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Volker Ulrich. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Christian Petri.